Hallihallo, das war Bewegung. Ich bin Melanie Zur. Ich unterrichte hier in Hamburg NIA und habe das auch lange mit Kindern gemacht, mit Erwachsenen und Kindern zusammen. Und für mich ist Bewegung essentiell und absolut mega wichtig in meinem Leben. Und was ich am Konzept NIA so wunderschön finde, ist, dass ich dort mein inneres Kind mit einladen darf. Und ich denke mal, dass das einfach eine Sache ist, die wir im Erwachsenenalter ja sehr aberzogen bekommen oder auch verlernen durch die gesellschaftlichen Strukturen, die uns so auferlegt werden und den Alltag, den wir so haben. Und in den NIA-Stunden ist es für mich ein ganz wichtiges Konzept, das innere Spielen, das innere Kind dabei zu haben. Also wenn dein Kopf sagt, ich habe jetzt Lust zu wackeln, dann ist das deine Bewegung, die deinem Körper in diesem Moment gut tut und diesen Impulsen zu folgen. Ich habe dahinter diese kleine Postkarte, klasse, wie du tanzt, und ich sehe viel in der heutigen Zeit, wie Posing und schön aussehen, perfekte Schritte, perfekte Performance, wie das alles ganz, ganz wichtig ist. Und in dem Social-Media-Markt ganz groß geschrieben wird. Und ich bin für eine Revolution von Spaß haben an deiner Bewegung. Egal, wie sie aussieht, egal, was es für dich macht, dass du auf deinen Körperimpuls achtest und schaust, dass es dir damit gut geht und dass du eine Zeit hast, wo du von deinem Körper die Rückmeldung bekommst, yes, I like. Also wirklich das Gefühl, dass es ein Impuls aus dir heraus ist und nicht etwas Nachgetanztes oder etwas, was du irgendwo gesehen hast und versteift und verstockt versuchst, irgendwie nachzumachen, sondern deinen Körperimpulsen folgst und deinem, im NIA nennen wir das Pleasure Principle, also dem Prinzip von, sehr schön, das mag ich. Also ein Gefühl von, das fühlt sich für mich stimmig an und das gibt mir einen Impuls von Freude. Ja, das ist so das, was ich dazu sagen möchte. Wer Lust hat, kommt gerne in meine NIA-Stunden oder ich habe auch eine Disco-Party-Stunde, wo wir ganz viel freitanzen und einfach nur Spaß haben zu Musik. Und im Alltag würde ich jedem empfehlen, zwischendurch mal wieder öfter, mittlerweile ist es Spotify, früher war es das Radio, einfach mal laut aufzudrehen und eine Runde abzutanzen. Tschüss!